Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fischers Reisen. Heute sind wir wieder bei Tier vor der Kamera und dem Beweis, dass Exoten auch vor unserer Haustür sind. Man sieht es jetzt hier ganz schlecht, aber hier haben wir am Angelteich von Pegau Bienenfresser. Und da sind sie in der Luft. Ich versuche jetzt mal noch ihn richtig vor die Kamera zu kriegen, ist aber gar nicht so einfach tatsächlich. Also die Anfangssequenz habt ihr ja schon gesehen. Da war tatsächlich einer vor der Kamera. Aber hier gelingt es mir jetzt gerade nicht mehr. Aber ich wäre natürlich schlecht vorbereitet, wenn ich irgendwas mit hätte, was ich euch zeigen könnte. Bienenfresser gehören zur Familie der Spinte. Und das ist eigentlich eine Vogelfamilie, die in Nordafrika bzw. auch in generell Afrika vorkommt. Und die nennt sich dort Bee Eater. Und ich habe wieder Robert's Bird Guide dabei. Das klassische Buch, was so heißt wie ich. Ich habe es leider nicht geschrieben, so viel habe ich dann doch nicht auf dem Kasten. Aber da sehen wir schon, ich habe die Seite vorbereitet, weil ich wusste, dass sie hier sind. Die sehen praktisch so aus. White-fronted Bee Eater, Little Bee Eater. Und die gibt es sowohl im Krüger Nationalpark, als auch praktisch in fast ganz Afrika. Und den wir hier jetzt gerade gesehen haben, bei uns vor der Haustür, ist der European Bee Eater. Ne? Man muss sich also vorstellen, die fressen mit ihrem langen Schnabel Insekten, wie zum Beispiel Wespen. Und natürlich auch Bienen, daher der Name Bienenfresser. Der Schnabel hat aber gleichzeitig noch eine Doppelfunktion, denn damit können die praktisch in lehm- oder lösshaltigen Böden, also in so weichen Böden, auch Röhren in Steilküsten machen. Und das sieht dann praktisch so aus. Da sieht man die Steilküsten. Wie gesagt, sie fressen Insekten und sind, wie gesagt, gehören zur Familie der Spinte, bewohnen offene Landschaften und wären so ca. 26 cm groß und haben eine Flügelspanne von 38 cm. Wen es interessiert, auf schlau heißt das Tier Merops apiaster. Und wie gesagt, exotisch bunt. Der Schwanz ist auch relativ lang. Steuerfedern wären bis zu 3 cm lang. Und die stehen, wie gesagt, oft auf Drähten oder auf hohen Ansitzen und jagen im Flug auch Insekten. Ja. Und die gibt es auch in Afrika zum Beispiel in ganz rot. Das sind dann sogenannte Kormingspinte, also wer mal Tierdokus von Afrika gesehen hat. So bei Flusspferden und Nilkrokodilen im Hintergrund sind so die Steilwände. Und da sieht man dann diese großen Röhrenkolonien mit diesen Kormingspinten. Ich versuche jetzt mal hier noch. Hier ist aber keiner mehr. Aber ihr habt es gesehen, kauft es mir ab, dass es hier gerade Bienenfresser gab. Das ist kein Bienenfresser, das ist irgendein anderes Vieh. Ist aber auch nichts mehr zu sehen. Hier oben sind bis noch ein paar Schwalben in der Luft. Naja. Ich kann es nicht ändern, da hinten fliegt noch was. Ja, da hinten sind sie noch. Vor allem ist da ein Windrad, aber naja. Das ist eine Rauchschwalbe. Oh Gott. Naja, ich habe es versucht, wen es interessiert hat. Tiere vor der Kamera, heute der Bienenfresser oder der European Bee Eater, ein Spindvogel. Bleibt weiter neugierig und bleibt fasziniert und immer auf der Suche nach neuen Sachen. Bin ich auch, versuche ich weiter und gute Zeit. Oh, Moment. Ja, da sind noch welche. Wir haben sie. Bienenfresser. Auf dem Draht. Herrgott im Himmel, jetzt steht dieser dämliche Baum im Vordergrund und der Baum ist scharf und die Bienenfresser sind unscharf. Kriegt man das irgendwie geändert? Naja, jedenfalls man sieht, dass es Bienenfresser sind. Da fliegt einer los, einer sitzt noch.
Da ist wieder einer gelandet. Ja, da sind sie. Das sind Bienenfresser. So, spannende Sache das, ne? Nebenbei haben wir auch hier noch einen anderen Vogel, falls ich ihn finde, ein Buntspecht. Dass wir wenigstens noch ein Tier vor der Kamera haben, was wir mal richtig nah rankriegen. Und so weit sind wir tatsächlich weg. Gut, Fischers Reisentiere vor der Kamera verabschiedet sich. Viel Spaß und gute Laune, bleibt fasziniert.